Noch vor ein paar Jahren mussten die Schulabgänger um einen Ausbildungsplatz kämpfen und oftmals Kompromisse eingehen. Mittlerweile hat sich die Situation geändert und die Betriebe sind gefordert. Der ländliche Raum ist besonders vom demografischen Wandel betroffen. Um jetzt noch qualifizierte Auszubildende zu bekommen, müssen die Firmen Werbung machen. Darum nutzen auch rund 60 Unternehmen aus dem Bayerischen Wald die Gelegenheit und präsentierten sich am Berufswahltag in Regen. Im Handwerk ist die Situation besonders angespannt. So werden auch die Bewerber für den ehemals überdurchschnittlich beliebten Beruf des Friseurs weniger. Der Konkurrenzkampf um Auszubildende steigt. Wir haben das Problem, dass wir momentan kämpfen mit sehr vielen Friseurgeschäften, die sich vergrößern in einer unwahrscheinlichen Größe, sprich Billigfriseure, Kettenfriseure, die halt mit großem Aufwand versuchen, die Lehrlinge vom Markt zu nehmen. Einige Ketten sind auch am schlechten Image des Friseurberufs schuld. So gelten Friseure in den Köpfen vieler als Geringverdiener. In Bayern ist es jedoch kein Handwerk im Niedriglohnsektor. Der Verband selber hat in Bayern es durchgesetzt, dass wir unsere Gehälter anheben, sowohl für die Lehrlinge als auch für die Friseure. Und was uns halt immer zusetzt in Bayern, ist eigentlich der Tatbestand, dass in anderen Bereichen von Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer, wo sehr niedrige Löhne bezahlt werden, das wird immer so verallgemeinert. Sie haben vielleicht einen besseren Ruf, trotzdem werden auch die Bewerber für die kaufmännischen Berufe weniger. Das spüren auch die großen Firmen. Das Weltunternehmen Smurfit Kappa stellt Verpackungen für alle Bereiche her. In Zwiesel werden überwiegend Spezialanfertigungen mit geringer Stückzahl produziert. Jährlich wird hier ein Industriekaufmann-Azubi gesucht. Wir haben aktuell noch Nachwuchs bekommen. Es ist aber wirklich so, dass sich in der letzten Zeit dass die Situation ein bisschen schwierig geworden ist, vor allem auch im kaufmännischen Bereich, dass man Nachwuchs kriegt. Zum Teil auch, weil einfach die Grundlagen, die Kenntnisse einfach für die Schüler her nicht so mitgebracht werden. Zum anderen Teil aber auch, weil wir wirklich im letzten Winkel von Bayern sind. Der Auszubildende in diesem Jahr hat kurzfristig die Lehrstelle aufgegeben. Während des Ausbildungsjahres Ersatz zu finden, sei fast unmöglich. Jetzt hoffe man, dass es im nächsten Lehrjahr wieder klappt. Alleingelassen vom Landkreis fühlt sich die Firma jedoch nicht. Landrat war halt auch schon da, wir haben ihn auch schon begrüßen können und von dem her, ich glaube, dass die schon dahinter sind und auch diesen Wandel ein bisschen erkannt haben und da mithelfen, dass da das auch besser wird. Dann. Laut der Agentur für Arbeit Deckendorf, zu der auch der Landkreis Regen gehört, suchten im August noch 192 Schulabgänger eine Lehrstelle. 655 Ausbildungsstellen waren noch frei. Eine Tendenz, die sich auch in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht ändern wird. Für die Schulabgänger ist diese Situation ausgezeichnet. Für den Firmenstandort Niederbayern könnte es langfristig jedoch existenzgefährdend werden.